wie ich meinen Großvater kennenlernte. Ich wurde an einem Mittwoch geboren, an einem Mittwochvormittag um 10 Uhr, falls jemand die Zeit vergleichen möchte. Obwohl der Monat August gewitterfreundlich ist, donnerte es nicht und die Sonne stand nicht im Zeichen der Jungfrau und es ging keinesfalls goethisch bei meiner Geburt zu. Aber ich soll mich sofort so umgesehen haben, als ob ich die Welt schon kennte, behauptete meine Mutter. Doch sie verriet es erst, nachdem mein erstes Buch gedruckt war. Und dass ich mich so kenntnisreich umblickte, gleich nachdem ich in die Welt gefahren war, das war nur ein Trick von mir. Und ich habe diesen Trick im Leben noch oft benutzen müssen. Denn wundern darf man sich nur unauffällig, wenn man nicht haben möchte, dass einen die Schlauberger unter den Zeitgenossen für einen Naiven halten und dass sie einen unter ihre Botmäßigkeit zwingen. In Bezug auf mein Dasein nahmen meine Mutter und ich übrigens verschiedene Standpunkte ein, denn als ich für die Mutter schon da war, wähnte ich mich noch im Niemandsland. Und das bewies, dass ich kein Wunderkind war, denn nur Wunderkinder erinnern sich ihrer ersten Lebensminuten und sie machen Aussagen über die Schürze ihrer Hebamme und sie verkünden, diese Schürze wäre Weuß gewesen. Und alle Wunderkindgläubigen staunen. Ach ja, es gibt bis heute keine andere Pforte, um in diese Welt zu schlüpfen, als eine Mutter. Aber man arbeitet bereits an anderen Einstiegsmöglichkeiten, wie ich lese. Doch wenn der Menschenbrutschrank, an dem man arbeitet, zuerst von Schaftlern in einem Lande erfunden wird, das antihuman regiert wird, so werden dort die Industriellen den Professoren das Brutschrankprinzip abkaufen und entreißen. Und sie werden serienmäßig Homunkuli als billige Arbeitskräfte und zu Kriegszwecken herstellen. Dieser Umstand wird auch zwingen, solche Homunkuli herzustellen. Und wenn ich an die Folgen denke, so möchte ich mit Hašeks Schweg sagen, davor habe ich immer die größte Angst gehabt. Aber ich schweife ab. Ich bin nicht sicher, ob man sich das schon am Anfang einer Erzählung erlauben darf, weil nur wenige Leser geneigt sein dürften, mühsam und wie in ein Dickicht in eine Geschichte einzudringen, die lieblichen Flötentöne einer Fabel in dieses Dickicht gelockt werden. Ich wurde also noch von einem Weibe geboren. Meine Mutter war eine liebestüchtige Frau. Ein Vierteljahr nach meiner Geburt beschäftigte sie sich bereits damit, einen zweiten Menschen herzustellen, und sie stattete meine Schwester mit Gliedmaßen und komplizierten Organen aus, denn der Mensch braucht allerlei, um hier im sichtbaren Leben mitreden und mitagieren zu können. Meine arme Frau Mutter schwächte sich mit diesen beiden zeitmäßig so hintereinander liegenden Arbeitsleistungen. Ihre Säfte flossen nur noch nach innen, nicht mehr nach außen, und ich blieb ohne Muttersaft. Ich wurde kraftlos und im Alter von einem halben Jahr wurde mir das Auf-der-Welt-Sein über und ich bekam, ohne mit dem Rauch von Zigaretten daran zu arbeiten, den keuchenden Husten und eine Entzündung der Lunge und wollte mein Hiersein quittieren. Und als meine Haut bereits so lappig an den Knochen hing wie das Segeltuch am Drahtgestell einer Lumpenpuppe, griff mein Großvater ein. Er atzte mich auf und ohne ihn wäre ich gestorben und daran erinnerte er mich, solange er lebte, und daran erinnerte er mich noch auf seinem Totenbette. Ich wurde also zweimal geboren. Wenn das auch der Titel eines politischen Schlagers ist, so gibt's tatsächlich so etwas wie eine zweite Geburt, eine zweite geistige und eine zweite körperliche. Die meine war damals eine körperliche, und das zweite Mal gebar mich mein Großvater, und das mag ein wenig erklären, weshalb mir dieser Mann über die Kindheit hin und länger nahe stand. Es gibt Konstellationen im Erdenleben eines Menschen, die man Unglück nennt. Es kann ein Unglück sein, wenn ein Mensch keinen von den beiden Menschen kennenlernt, die ihn in die Welt wiegten. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich meinen Zeuger später kennenlernte, als den anderen Mitarbeiter an meinem Ich, denn ich wurde in Deutschland geboren. Und in Deutschland hatten die Männer bislang eine Vorliebe dafür, sich jahrelang nach auswärts abkommandieren zu lassen, um Schaden in der Welt zu stiften. Eines Tages gewahrte ich, dass ich nicht mehr dem unverbindlichen Nichts,
dem Nirvana angehörte, dass ich mich in der Welt der Selbstverpflichtungen befand, dass ich Akteur in einem Lebensfilm war und dass ich Partner hatte, auf die ich mich einstellen musste. Als mein Großvater mir als Partner in meinem Lebensfilm zu erscheinen begann, wohnten wir in einem Kotten in einem Dorf an einer Landstraße und die Landstraße führte nach Schlesien. Mein Vater befand sich im Kriege. Das war für mich eine Ortschaft hinter Berlin oder dort wo, ein Ort unter den Augen des Kaisers Wilhelm und seiner Gemahlin Auguste Victoria. Meine Mutter betrieb im Kotten an der Landstraße eine Nähwerkstatt und einen schmalbrüstigen Kurzwarenladen, denn sie hatte den Geldvermehrungsdrang meines Großvaters geerbt, aber bei der Weitergabe dieses Dranges war den entsprechenden Genen das kühle Rechnertum verloren gegangen. Die Wohnstube des Kuttens an der Landstraße nach Schlesien war die Szenerie, in der ich für mein jetziges Leben erwachte. Als ich aufwachte, sah ich, dass nichts mehr zu ändern war und dass ich bleiben musste, wo ich war. Für gewisse Umstände in unserem Lande wäre es günstiger gewesen, wenn ich ein paar Monate früher geboren worden wäre, weil mein Vater dann noch Hilfsarbeiter in einer Tuchfabrik gewesen wäre. So aber war mein Vater Soldat, als ich in die Welt eindrang, und Tuchfabrik-Hilfsarbeiter war nicht sein erlernter Beruf, und ich musste in die 123 Fragebögen, ohne die mein Leben ein Nichts gewesen wäre, in die Spalte Soziales Herkommen schreiben: Sohn eines Bäckers. Nun ist ein Bäckergeselle oft der einzige Untertan eines Bäckermeisters und einer der Ausgebeutetsten unter den Ausgebeuteten. Doch in der proletarischen Hierarchie wird er unter der Kategorie Handwerker geführt und politisch minder bewusst eingestuft. Tatsächlich soll bei dieser Menschenkaste hier und dort ein politischer Bewusstseinsmangel anzutreffen sein. Aber es fiel mir bis heute schwer, dran zu glauben, dass sich auch bei uns, wie denmals bei den Verdammten in der Bibel, die Sünden der Väter fortpflanzen bis ins dritte und vierte Glied. Aber eine gewisse Frieda Simson, die in Kaderangelegenheiten beschlagen sein will, sagte, als ich ihr zeigte, was ich hier niederschrieb, dass das bereits wieder ein Ausfluss meiner kleinbürgerlichen Abstammung von einem Bäckereiarbeiter wäre. Es bleibt mir nur übrig, mich mit Marx, Engels, Lenin und anderen zu trösten, die in Bezug auf ihre Väter noch schlechter dran waren als ich, so schlecht, dass sie von jener Frieda wahrscheinlich nicht in unsere Partei aufgenommen worden wären. Die Wohnstube im Kotten an der Landstraße nach Schlesien war Schneiderwerkstatt, Kurzwarengeschäft und Kinderspielplatz in einem. Die beiden Geschäftsbereiche waren durch eine dünne Portiere voneinander getrennt. Der Wohn- und der Geschäftsbereich waren nicht besonders gekennzeichnet und der Kinderspielplatz erstreckte sich über beide Bereiche bis in die kleine Küche hinein, denn wir Kinder waren wie die Hühner, die keine Grundstücksgrenzen anerkennen. Wir scharten da und wir scharten dort und was für die Hühner Grassamen und Steinchen waren, das waren für uns unsere Erlebnisse und wir pickten unsere Erlebnisse in der Schneiderwerkstatt oder in der Ladenabteilung der Wohnstube auf. Der Kurzwarenladen der Mutter war ein halbstaatliches Geschäft, aber es war nicht so lukrativ, wie es heute manche halbstaatlichen Geschäfte sind, denn in das Geschäft meiner Mutter wirkte das Kaiserreich in einem negativen Sinne hinein. Und von den mageren Stoffballen durfte nur abgeschnitten werden, wenn die Käufer amtlich ausgestellte Bezugsscheine vorweisen konnten. Meine Mutter betrieb sowohl die Schneiderwerkstatt als auch den Kurzwarenladen mit Gemüt und Gefühl. Sie nahm es mit den kaiserlichen Beziehscheinen nicht allzu genau. »Fräulein, sind Sie noch bezugsscheinfrei?« So begann ein sogenannter Gassenhauer jener Zeit, und meine lebenslustige Mutter sang diesen Schlager. Sie legte in ihrer Gutmütigkeit hier und da einen halben Meter Stoff zu und sie verhalf den Kleinkindern der Kundschaft auf diese Weise zu einer Weste oder einer Joppe, aber beim Neueinkauf reichten die vereinnahmten Beziehscheine nicht aus, um die gehabte Menge Stoff zurückzukaufen.
Für mich waren die Stoffballen in den Regalen Kühe. Diese Kühe wurden mit Zetteln gefüttert. Sie wurden mager, wenn man ihnen zu wenig Zettel zu fressen gab. Und weil diese Stoffballenkühe mit Zetteln ernährt wurden, enthielten sie von Kriegsmonat zu Kriegsmonat mehr Papier. Unsere Kinderschürzen waren aus dünnen Papierbindfäden gewebt. Die Papierbindfäden waren mit einer Schicht Dextrin beleimt. Und meine neue Schürze war so schön steif wie die Lederschürze des Hufschmiedes von gegenüber. Aber im Regen löste sich meine Schürze auf, wie andere Stoffe sich in Salzsäure auflösen. Und auch das Nähgarn ließ sich von Jahr zu Jahr leichter zerreißen und seine sich mindernde Qualität täuschte uns vor, dass unsere Kräfte wüchsen, aber im Jahre 1917 war das Garn schließlich so leicht zerreißbar, dass man keinen Maikäfer mehr damit fesseln konnte. Das Garn war nur noch gesponnener Rauch. Außer papierdurchschossenen Stoffen und groben Nesselschürzen konnte man im Kurzwarenladen der Mutter Schleifchen zum Aufhübschen von Frauenblusen kaufen. Diese Schleifchen raschelten kalt. Sie stammten aus der Familie der Weißblechbüchsen, während die Herrenschlipse aus der Vorkriegszeit seidig und weich waren, aber sie lagen in ihren Pappschachteln wie in weißen Särgen, denn sie waren überflüssig geworden, weil die Herrenwelt hochgeschlossenes Feldgrau im Leben und im Tode trug. In der Mitte des Krieges erhielt Mutters Kurzwarenladen keinen Steck- und Sicherheitsnadelnachschub mehr. Es wurde verlautbart, man benötige alles Metall zur Herstellung von Kanonen und die Kanonen benötige man zum Erschießen der Feinde und ich hätte gar zu gern gesehen, wie ein mit Sicherheitsnadeln zusammengehaltenes Kanonenrohr das Schießen nach Feinden überstand. Es gab wenig Männer im Dorf. Die Dorffrauen wussten nicht, weshalb sie noch deutsch aufrecht und mit hochgestemmten Busen umhergehen sollten. Sollten sie es für die Großväter oder für die Konfirmanden tun? Nein, diese Schande nicht. Deshalb langweilten sich die Korsettersatzstäbchen in den Schubladen des Kurzwarenladens. Wir nahmen sie heraus und wir bauten auf den Dielen der Schneiderstube Zäune aus ihnen. Wenn doch eine Frau im Laden erschien und nach Korsettstäbchen verlangte, so wussten wir, dass sie ihre Rüstung reparierte und dass sie ihren Urlauber erwartete. Die Annäherung eines Urlaubers aus Frankreich oder Russland wurde auch an anderen Anzeichen erkennbar, denn meine Mutter wurde beauftragt, für die Heldenfrau aus dem Rock einer verstorbenen Großmutter eine Bluse im Auguste Victoria Look mit Achselstücken, Feinblechverzierungen und roten Paspeln aus dem Friesunterrock einer alten Sorbin anzufertigen. Meine Mutter arbeitete die ganze Nacht hindurch und die Kundin nahm das Gewand dankbar entgegen und sie trat aus der Zeit der Liebesdürre in die Zeit der Liebesfülle. Ach, es geschah oft, dass bereits eine Woche nach dem liebesvollen Urlaub eines Kriegers die Nachricht von seinem Heldentode auf dem Felde der Ehre eintraf. Und die Kriegerwitwe musste die rot paspelierte Bluse schwarz einfärben und die Witwenklagen stiegen gen Himmel. Mutters Arbeitslohn für die Umarbeitungen von Großmutterröcken zu Heldenempfangsblusen stand in keinem Verhältnis zur aufgewendeten Zeit, wenn er nicht in Form von Magerquark oder einigen Eiern einpassierte. Und da die Einnahmen aus dem Kurzwarengeschäft auch nur pfennigweis in die diebessichere Ladenkasse tropften, war es für die Mutter nicht leicht, uns ohne Hungerunfälle und gesundheitliches Stolpern durch die Kriegsjahre zu schleppen, zumal wir uns während des Krieges noch um zwei Brüder, sogenannte Urlauber, vermehrten. Und wieder war es der Großvater, der Acht gab, dass wir nicht verkümmerten. Bei den Unterstützungsbesuchen, die er uns angedeihen ließ, lernte ich ihn kennen. Und sein Vorhandensein teilte sich meinem Vorhandensein mit. Großvater, der ehemalige sorbische Pferdeknecht, hatte sich als Pferdehändler, Herrschafts- und Bierkutscher, Bergarbeiter, Gutsvogt und Fabrikarbeiter erprobt und er führte um die Zeit, da ich ihn kennenlernte, die Berufsbezeichnung
Handelsmann. Und der Volksmund auf der Lausitzer Heide nannte solche Leute Rumgeher. Solange Großvater auf Erden umherging, suchte er nach einer ihm gemäßen Tätigkeit, doch er fand sie nicht, wie mir scheint. Nein, er fand sie nicht. Er hatte dies und das, was zur Ausstattung eines Dichters gehörte, und es ist schwer bestimmbar, welcher Mangel ihn hinderte, ein Dichter zu werden. Ich meine heute, es waren nicht Bücher, die ihm fehlten, denn es hat Naturdichter wie Suleiman Stolzki gegeben, die ohne Bücher lebten und groß wurden. Fehlte Großvater ein Gran Intelligenz? Fehlte ihm der Glaube an sich selber? Schien ihm der Sinn des Lebens darin zu bestehen, anpackbare Dinge zu besitzen und zu vermehren? Und damals, als Großvater als ein Rumgeher umherging, war das keine schlechte Grundlage für das Leben eines Dichters. Aber Großvaters Dichtungen bestanden nur aus Gesprächen. Großvater riss die Leute in die Gespräche hinein, um sie kauflustig zu machen, und er handelte vor allem mit Kriegstuchen. Seine Tuche kaufte Großvater bei der Firma Schwetasch und Seidel, Stoffe und Tuche en gros an der Hammerlache. Das war eine teichartige Ausbuchtung der Spree hinter der Stadt, denn die Muttereltern wohnten in der Kreisstadt und sie wohnten dort im ältesten Haus an der Mühlen Nr. 1. Die Großmutter betrieb in diesem Hause einen Flaschenbier- und Gemüseladen. Das hatte zur Folge, dass sich Großvater im Herbst zum Pächter einer Apfelbaumallee zwischen den Dörfern Graustein und Schönheide machte und dass er bei den Bauern Gemüse aufkaufte. Er nahm damit den Bauern den Weg in die Stadt ab. Die Bauern wussten das zu schätzen, denn sie hatten ihre Pferde in den Krieg liefern müssen und die Landgendarmen hatten ihnen die Pneumatiks von den Fahrradfelgen patriotisiert. Man gestattete ihnen, sich als Pneumatikersatz Spiralfedern aus Eisendraht zu kaufen. Die Spiralfedern wurden in die Fahrradfelgen einmontiert und sie machten das Radfahren zur Qual. Und das Geholper erreichte fast die Lärmstärke heutiger Motorräder mit abgesägtem Auspuff. Großvater machte sich also zum fahrbaren Kauf- und Tauschhaus. Er treckte seinen Handwagen täglich 20 und 30 Kilometer über die Sandwege der Heide. Der Handwagen war mit Obst oder Gemüse beladen und Großvaters Handelsmannskoffer lagen oben auf und es war eine Schinderei für Großvater, doch gewiss nicht ohne Gewinn. Wenn Großvater seinen Handwagen mit einem langgezogenen Brrr auf dem Hofe des Kottens angehalten hatte, küsste er uns. Er zwirbelte sich den aschblonden Schnurrbart und zwinkerte uns zu und er kramte aus dem Handwagenkasten ein Stückchen Speck oder eine Schinkenscheibe, einen Klecks Butter, ein Töpfchen Magerquark oder ein Kännchen Buttermilch und er schleuste die Raritäten heimlich in die Küche der Mutter, denn die Vorratsschränke in dieser Küche waren in der Regel so leer, dass sich dort nicht eine Fliege hätte von Krümeln ernähren können. Sodann führte uns Großvater seine musizierende Taschenuhr vor und wir durften mit seinem Kompass spielen. Wenn uns diese technischen Wunderwerke zu langweilen begannen und unsere Gier aufs Neue wieder emporquoll, so packte uns Großvater und er ließ uns kopfunter in der niedrigen Bodenstube an der Decke entlanglaufen. Da hatten wir dann den Tisch und die Waschkommode unter uns und die gewohnte Welt verkehrte sich und verströmte einen neuen Reiz. Und damals wuchs die Lust in mir, meinen anerzogenen Standpunkt zur Welt mit einem poetischen Standpunkt auszutauschen. Wenn die Äpfel an den Alleebäumen reiften, kam Großvater mit einem alten Schafpelz und einem geborgten Fernglas aus der Stadt. Er quartierte sich für Wochen bei uns ein. Wenn Zepter und Krone auf den Bildern in unserem Märchenbuch aus einem bärtigen Mann einen König machten, so machten Schafpelz und Fernglas aus unserem Großvater einen Apfelwächter und es war so reizvoll an unserem Muttervater, dass er heute dies und morgen das sein konnte. Über den knirschenden Grobkies der Landstraße bewegten sich Bauernwagen
Militärfahrzeuge, Fußgänger und Kolonnen von Kriegsgefangenen. Es gab in der notdurchwirkten Kriegszeit viele Menschen, die der Marmelade aus roten Rüben überdrüssig waren und zu Apfeldieben wurden. Großvater bewachte Tag und Nacht die erpachtete Obsternte. Am Tage half das Fernglas und nachts half der Schafpelz Großvater beim Bewachen seiner gepachteten Ernte, und er wickelte sich in den Pelz und er legte sich in den Chausseegraben und er wartete auf die Apfeldiebe. Am Tage durfte ich mit auf die Apfelwache. Wenn die Straße frei war, hängte mir Großvater das Fernglas um. Das Fernglas war für mich ein Zauberglas, und ich holte mir mit ihm die fernen Bäume, die Sträucher, die Äpfel, den Kirchturm und die Herbstblumen näher. Wenn ich das Glas absetzte, verschwanden die Blumen und die Äpfel. Sie verschrumpften in der Ferne. Ich drehte das Glas um und es schrumpften auch der Kirchturm und die Bäume in die Ferne ein und sie verschwanden in der Unendlichkeit. Das war wieder ein aufregendes Spiel mit Gesichts- und Standpunkten. Es beschäftigte mich bis in meine Jünglingsjahre hinein und es beschäftigt mich noch heute, weil ich feststellte, dass viele große Geister, die über die Erde gingen, das Leben vieldimensional an- und überschauten und dass sie das allein mit ihrer Fantasie bewältigten, ohne die vielen Apparaturen, auf die wir Menschen des wissenschaftlichen Jahrhunderts nicht glauben, verzichten zu können. Aber eine Weile später erkannte ich, dass all die von uns erfundenen Apparate nichts anderes sind als greifbar gemachte Fantasie, und der Kreis meiner Beobachtungen schloss sich. Einmal fuhr die Nachzucht des Gutsbesitzers in der Kutsche unter Großvaters gepachteten Apfelbäumen dahin, und die halbwüchsigen Adelssprösslinge schlugen die Goldparmenen und die Renetten mit Stöcken und Peitschen zu sich in den Kutschkasten. Großvater stellte sich auf die Straße, breitete die Arme aus, trat dem Fuhrwerk entgegen, fiel den Kutschpferden in die Zügel und rief den äpfelkauenden Adelskindern zu: »Bezahlen oder ich zeig euch an!« Die Freiherrenkinder durchkramten ihre Taschen. Auch der Kutscher suchte in seiner Livree nach Kleingeld, aber Großvater sagte zum Kutscher: »Dein Geld will ich nicht.« Aber das Geld der Adelskinder kassierte er und er sammelte die gestohlenen Äpfel ein, und als die Kutsche davongefahren war, sagte Großvater zu mir: »So kommt man zu Gelde.« Großvater schenkte mir die eingesammelten Geldstücke. Ich dachte an meine Sparkasse daheim. Das war eine blecherne Windmühle mit einem Schlitz zum Einwerfen von Geldstücken. Das Sparen war mir von der Mutter zur Tugend heraufgeredet worden. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst sparen. Aber für mich war nur lustig, dass sich die Flügel der blechernen Windmühle drehten, wenn ich ein Geldstück durch das eingeschlitzte Dach steckte. Es war ein Sonntagvormittag. Wir sahen durch unser Fernrohr, wie sich eine schwarz gemummte Kleinbäuerin näherte. Sie kam vom Gottesdienst. Sie trug ihr Kirchengesangbuch in einem weißen Bündelchen und sie trug außerdem einen geflochtenen Henkelkorb und sie pflückte sich Äpfel in den Henkelkorb, denn sie wollte wohl nicht ganz leer aus der Kirche in die Küche zurückkommen. Wir lagen im Chausseegraben, die Herbstfliegen umsummten uns und die Heidelerchen sangen. Die Frau kam näher und näher und Großvater hielt sie an und er sagte: »Mir scheint, du hast gestohlen, Frau.« Die Alte sagte mit weinerlicher Stimme: »Lieber, lieber Mann, zeigen Sie mir nicht an. Ich will dem Jungchen ein Talerchen schenken. Ja, das will ich, will ich.« Und sie suchte in der Tiefe ihrer Rocktasche nach ihrem bestickten Geldtäschchen und sie zog es mit zitternden Händen heraus und sie weinte und sie tat mir leid. Ich weigerte mich, den hingereichten Taler anzunehmen, aber das ging gegen die Konsequenz des Großvaters, das ging gegen seinen Starrsinn und seinen Erwerbsgeist. Dieser Starrsinn und dieser Erwerbsgeist zeugten viel Böses in Großvaters und in unserem Leben, aber das wusste ich damals noch nicht
Und damals war Großvater für mich noch der unantastbare, der unfehlbare Mann. Und weil ich den Reuetaler der Alten nicht nahm, tadelte mich der Großvater und sagte, du wärst mir ein Geschäftsmann. Er strich den Taler selber ein, nahm der Kleinbäuerin die Äpfel ab und sagte, du geh, alte Tschedrauker, wie würde es dir gefallen, wenn ich mir bei euch im Garten Äpfel mausen möchte? Die Alte nickte und sie trippelte davon. Die Heidelerchen sangen und sie ließen ihre weichen Töne auf uns herabkullern. Und jeder Baum, auf den sich eine Heidelerche setzte, gehörte ihr. Und es war an einem anderen Tage, die Kindheit kennt keine Daten, da sah ich durch das verkehrt herum angesetzte Fernrohr einen kleinen Mann um die Chausseekurve schlendern. Der Mann zog mit einem Rechen die Baumzweige herunter und er pflückte sich die Taschen voll Äpfel. Ich gab das Fernrohr dem Großvater. Der Großvater sah hindurch. Er fluchte, denn der Apfeldieb war mein anderer Großvater, mein Stiefgroßvater, und der hieß Juryschka und der wohnte in unserem Dorfe. Die beiden Großväter waren nicht die besten Freunde, und als Großvater Juryschka heran war, sagte Großvater Kulka, eine feine, feine Verwandtschaft. Die beiden Großväter stritten auf Sorbisch. Da sie wütend und verschliffen sprachen, verstand ich wenig, aber das Wort Teufel wurde von beiden mehrmals gebraucht. Dann wandte sich Großvater Juryschka ungewohnt liebevoll an mich und er sah durchs Fernglas gegen das Dorf Schönheide hin und Großvater Kulka zog ihm hinterrücks die gestohlenen Äpfel aus den Taschen. Aber dann fragte mich Großvater Juryschka, von wem wir das Fernglas hätten, und ich sagte es ihm arglos. 2 Tage später wurden wir unser Fernglas los und das Fernrohr musste abgeliefert werden, weil alle Fernrohre in den Krieg gehörten, auf dass unsere Helden den Feind besser sähen. Das war eine der ersten diplomatischen Spannungen in unserer Familie, aber sie schlug zu jener Zeit noch nicht in einen Familienkrieg um, weil ein größerer Krieg über allem hing. Ich lebte wochenlang bei den Großeltern in der Kreisstadt. Ich würde dort nicht so viel entbehren wie daheim, sagte die Mutter. Ich wusste nicht, was ich entbehrte. Was der Mensch nicht kennt, das entbehrt er nicht. Ich kannte kein Weizenbrot und gierte nicht danach. Ich kannte keine Schokolade und ich verspürte keinen Appetit auf sie. Ach, es gibt so wenige echte, aber so viele unechte Bedürfnisse. Und ich träume davon, dass wir Kommunisten uns eines Tages aufschwingen und den Menschen helfen, die Unechten von den echten Bedürfnissen zu scheiden, selbst wenn wir uns dabei wieder einmal ganz und gar unpopulär machen sollten. Auch in mir wurden damals Bedürfnisse geweckt, echte und unechte, denn Großvater nahm mich mit auf Fettlebe in die Hoyerswerda Sorbei. Und dort wohnten seine Verwandten und Altbekannten. Die Bewohner der sorbischen Dörfer kauften ihre Tuche auf Beziehscheine gern bei einem Rumgeher, mit dem sie auf Sorbisch feilschen konnten. Großvater war beredsam und er war witzig und er verstand die Schönheit der Frauen zu loben und er sagte zum Beispiel, Maika, wenn ich dir so in die Augen sehe, tut mir leid, dass ich schon verbart bin. Und er verkaufte seine Nesselschürzen. Ich hörte mit an, wie Großvater warb. Die Abbilder von Orten, Dingen und Handlungen verschwanden in meinen Augen. Und ich, kleiner Mensch, fiel den mütterlichen Frauen in die Augen. Ich wurde hier mit Butterbroten und dort mit Grützwürsten abgefüttert und ich kam zu den ersten Himbeeren meines Lebens. Eines Tages nahmen wir Großmutters Rückenkorb mit auf die Hausierertour. Was soll dir die Kiepe, Matthäus? Wart's ab, Lenka, wart's ab. Wir kamen in ein Dorf und das hieß Proschim. Auf den Teichen hinter dem Dorfe wimmelten und blühten die Teichrosen. Sie waren die Materialisation der Zartheit. Großvater zog sich die Schuhe und er zog sich die Strümpfe aus.
Er krempelte seine Hosenbeinlinge auf und er ermunterte auch mich. Wir stiegen ins Wasser und wir pflückten Seerosen, Seerosen, Seerosen und wir warfen sie in den Tragekorb. Das Wasser erreichte die unteren Ränder meiner Hosenbeinlinge, aber Großvater hielt nicht ein. Er pflückte sich bis an den Bauch in den Teich und ich pflückte mich bis an die Brust in den Teich hinein und die weiß-weißen Wasserrosen waren in dieser Stunde für uns die wichtigsten Dinge der Welt. Die Kiepe war gefüllt, wir zogen uns am Ufer die Hosen aus, wir legten sie zum Trocknen in die Sonne und wir lagerten uns hemdig nahbei ins Schilfgras. Der Großvater sagte, Großmutter, erzählen wir das nicht erst lange. Und es machte mich stolz, mit dem Großvater ein Männergeheimnis zu haben. Der Teichschlamm duftete und die Fliegen summten, die Libellen flirrten und die Wildenten krächzten, die Spiegelkarpfen planschten und im Dorfe krähten die Hähne. Alles zusammen verwob sich in mir zu einer Stimmung und diese Stimmung heißt heute bei mir Kindheitssommer. Ich kann mir diese Stimmung zurückholen, wenn ich mich an das Ufer eines Teiches lege und wenn ich das Summen und Flirren, das Krächzen und Planschen auf mich einwirken lasse, wie damals. Und obwohl es andere Duftwellen sind und obwohl es andere Tonwellen sind, die ich wahrnehme, scheint etwas von dem, was ich meine Kindheit nenne, in diesen Wellen aufgehoben zu sein. Wir brachten unsere Teichrosen heim. Ich verriet nicht, wie wir zu ihnen kamen, doch die Großmutter sagte, der Junge hätte ja hinterrücks ersaufen können, du wirst glau und immer dümmer. Die Großmutter rollte ihren Waschzubehör zu und sie schleppte Schüsseln herbei und zuletzt wurden die Wassereimer gefüllt und die weißen Blüten der Teichrosen erhellten Großmutters dunklen Gemüseladen. Es kamen einsame Soldatenfrauen, sie kauften unsere Teichblumen, sie lächelten und sie dachten vielleicht an den letzten Sommerspaziergang mit dem Geliebten. Es schickten Fabrikbesitzersgattinnen ihre Hausmädchen und Köchinnen in den kleinen Leuteladen der Großmutter und die kauften unsere Teichrosen als extraordinären Zimmerschmuck für ihre Gnädigen. Wir hatten eine Kiepe voll Freude in die kriegsgraue Fabrikstadt geschleppt und der Großvater sagte beim Geklimper der Ladenkasse, so kommt man zu Gelde. Im Frühling wimmelten im seichten Strandwasser unserer Seerosenteiche Stechfischchen umher und die hießen Stichlinge. Die Stichlingsmännchen hatten bunte Frühlingsbrüste und sie hingen im Wasser vor den nestbauenden Weibchen und sie zitterten und sie warteten darauf, dass die Stichlingsweibchen den Laich ausstießen und es gingen Wellen komprimierter Lebenslust durch die Leiber der Fische. Wir sahen den balzenden Stichlingsmännchen zu, aber dann regte sich in Großvater der Lebenserhaltungstrieb, denn es war Krieg und die Menschen hungerten und auch wir hungerten. Wir fingen viele, viele liebesdumme Stichlinge und wir stopften sie in unseren Hamsterersack und wir schleppten sie nach Hause. Großvater kochte die Fischchen. Er kochte sie so lange, bis sich ihre Stachelflossen auflösten und nur mehr Fischzellen im Kochwasser schwammen. Die Fischzellen machten das Wasser seimig. Nach dem Erkalten entstand aus dem Seim ein Gallert und wir nannten die unsichtbar gewordenen Stichlinge Fischsülze. Wir aßen diese Sülze zu Brot und das Brot war mit Holzmehl gestreckt und Großvater wischte sich nach der Mahlzeit den Schnurrbart und sagte, so kommt man zu Hause. Einige der schönsten Stichlingsmännchen ließ Großvater am Leben. Er setzte sie in ein Goldfischglas und das Goldfischglas hatte eine barocke Form und Großvater hatte es auf einer Auktion gekauft. Großvater stellte das Fischglas auf Großmutters Kommode vor den Spiegel. Die Stichlinge schwammen dort umher und verdoppelten sich im Spiegel. Großvater sagte, schöner als Schwetaschens Goldfische. Und dabei handelte es sich um die Goldfische auf dem Vertiko der Tuchhändlersfrau Schwetasch. Und damit ist alles erklärt.
Jenes barocke Goldfischglas aber behielt ich als Andenken. Es gehört zu jenen Andenken, die in unserer Karte bald hier, bald dort im Wege stehen, und es zeugt mit anderen unnützen Dingen, die uns umstehen, von meinen nie ganz besiegten Sentimentalitäten. Die Mutter wollte mich wieder einmal sehen, und Großvater trägte einen Handwagen voll nützlicher Sachen aufs Dorf. Auf der Fuhre saß ich, und aus dem Geratter des Handwagens und aus Großvaters rhythmischen Tritten, aus dem Rauschen der Kiefern und dem Gezirp der Vögel entstanden Melodien, und die Melodien drangen auf mich ein. Ich kannte damals nur Choräle und Kinderliedchen. Die Choräle holten die überalterten Blasmusiker des Dorfes aus ihrem gebogenen Blech, wenn wieder ein Held auf dem Felde der Ehre gefallen war. Meine Handwagenmusik war mächtiger als die Choräle, und als ich später Symphonien hörte, überraschten sie mich nicht. Und es war nichts Unfassliches für mich in ihnen, denn ich wusste, dass sie aus dem pfeifenden Wind, aus dem Rauschen der Bäume, dem Säuseln der Gräser, dem Gesumm der Insekten und dem Glucksen des Wassers kommen und dass sie das Weltall durchschweben und dass sie hören kann, wer's vermag. Ich hörte sie damals und ich höre sie heute, aber ich vermag nicht, sie in Form von Punkten aufs Papier zu bringen und es gelänge mir nicht, sie mit Taktstrichen zu bändigen und zu bannen. Ich versuche sie deshalb mit der knarrenden Wortkunst zwischen Sätzen einzufangen, so gut ich es vermag, und ich bewundere Beethoven, Mozart, Schubert und andere gesegnete Bemeisterer der Musik. So lustig und von solcher Farbe war mein Leben um die Zeit, da ich meinen Großvater kennenlernte. Wir lebten wie auf einem Stern und wir wurden einander nicht müde. Es gab keine Misshelligkeiten zwischen uns, weil Großvater mir in überväterlicher Liebe alles erlaubte und vieles nachsah und alles, was uns entgegenkam und alles, was wir an Erleben zu packen kriegten, war erregend. Und das besonders für mich, denn ich war neu in der Welt und mein Leben trug noch den Silberhauch eines jungen Baumblattes. Der Krieg dauerte 4 Jahre. Ich hörte die Erwachsenen von Jahr zu Jahr mehr von Mängeln, Hunger, Leid und Sterben reden. Als der Krieg zu Ende ging, hätte man erwarten können, dass die Erde in Krämpfen erbeben oder wenigstens einen Tag lang freudig zittern würde, aber es geschah nichts dergleichen, denn die Nachricht vom Ende des Krieges ging wie ein Gerücht durchs Land und man hatte denmals bereits gelernt, Gerüchte mit Vorsicht aufzunehmen. Viele Menschen freuten sich, weil sie sich noch auf der Erde und in der sichtbaren Welt befanden. Die einen freuten sich, weil man sie nicht erschossen hatte, und die anderen freuten sich, weil man sie nicht hatte verhungern lassen. Die patriotisch geblähten Worte kamen eine Weile aus der Mode und die Kriegs- und die Hungerkunst gerieten in Misskredit. Verhungert, zerlumpt und verlaust taumelte mein Vater aus dem Kriege. Man nannte ihn einen Heimkehrer und dieses gesalbte Wort Heimkehrer scheint mir war der Same für neue nationale Phrasen. Nun war der Vater da. Ich wurde mit meiner Schwester aus der mütterlichen Schlafkammer quartiert und wir bezogen die kleine Bodenstube des Kottens und es hieß, dass der Vater nun immer bei uns bleiben würde. Immer, immer, Mutter? Immer, immer. Im Gastwirtschaftssaal der Großeltern Juryschka fand ein Heimkehrerball statt. Da war es wieder dieses Samenwort für patriotischen Schwulst. Der Vater stieg in den Bräutigamsanzug, der schwarze Anzug hing lappig an ihm herunter und die Mutter überzog sich mit einem blassblauen Kleid und sie ging steif hinter ihrem Korsett umher, und sie erschien uns unnahbar und fremd. Bis zum Tage des Heimkehrerballes kannte ich keine Furcht. Man konnte mich in der Dunkelheit in die Nachbarschaft schicken und ich bestellte, was dort zu bestellen war. Aber an jenem Abend drang das Tanzgedudel bis zu uns in die kleine Bodenstube
und ich begann mich zu fürchten. Vielleicht war's, weil die Mutter so fremd getan hatte. Vielleicht war's, weil sie in einer geheimen Freude von uns gegangen war. Vielleicht war's, weil wir den Ursprung dieser Freude nicht kannten. Auf unserem Nachttisch stand eine kleine Karbidlampe. Sie stand in einem Wassertopf. Das gasbildende Karbid ging zu Ende. Ich lag neben meiner Schwester im Bett und starrte auf die kleiner werdende Flamme. Ich fürchtete mich und die Furcht war so neu und ich rührte mich nicht. Und manchmal denke ich, dass heute oder morgen der Tod eine so neue Erfahrung für mich sein würde und dass sie eine ähnliche Erstarrung in mir auslösen würde, eine Erstarrung für Jahrtausende. Aber auch damals wähnte ich, die kleine Karbidflamme würde verlöschen und mein Leben würde damit verlöschen. Ich entsann mich meiner unerstarrten Stimme und schrie. Meine Schwester erwachte und ich beschwor sie, die Lampe zu schütteln. Meine Schwester schüttelte die Karbidlampe und ich lag selbst hypnotisiert daneben und schrie und die Flammenmandel der Lampe vergrößerte sich und es war mir, als hätte mein Leben noch eine Frist erhalten. Meine Schwester schlief wieder ein und die Flamme des Lämpchens verkleinerte sich wieder und ich schrie wieder und ich weckte meine Schwester und ich flehte sie an, die Lampe zu schütteln und sie tat es und ich schrie trotzdem, schrie und schrie. Und die Tür unseres Stübchens öffnete sich und es war, als ob sie ein Windstrahl getroffen hätte. Meine Mutter stand in der Stube, ihr Gesicht war zornig und das zornige Gesicht passte zu ihrem fremden Kleide. Die Stube war klein und die Mutter war eine Riesin. Sie packte mich mit der linken Hand und sie hob mich aus dem Bett und sie schlug und schlug mich mit der rechten Hand und die Hand steckte in einem Tüllhandschuh und ich fühlte die runde Härte des mütterlichen Eheringes auf meinem nackten Gesäß und meine Stimme erstarrte. Die Mutter blies die Lampe aus, sie entfernte sich. Es war, als wäre sie hinter dem Korsett nicht nur steif, sondern auch stumm geworden. Sie schloss die Tür und sie ging Trepp ab und der Heimkehrer Ballmusik entgegen. Und als meine Stimme zurückkehrte, rief ich nach meinem Großvater. Und der Großvater schien mir in diesem Augenblick der verlässlichste Mensch der Welt zu sein. Und ich winselte mich in eine der ersten Verwandlungen meines Lebens hinein.